Willkommen zurück, Krefeld! Alle sind noch da. Alle sind noch wach. Und wir sind jetzt natürlich auf die zweite Begegnung besonders heiß. Na? Oh. Oh, genau so geht das. Ja, fantastisch, sehr gut. Die Stimmung ist da. Und jetzt muss nur noch das Inferno brennen. Ja, bisher war es ja so eine Wunderkerze. Ja, hat nicht ganz so gut funktioniert, aber ich glaube, fürs zweite Game ist da einiges mehr drin. Man munkelt ja, dass man jetzt eventuell die Champions auspackt, die vielleicht ein bisschen besser dem einzelnen Spieler liegen und dass da richtig gefeuert wird. Also ich würde es mir wünschen. Ich hoffe es. Na, ich habe ja schon No Way For You mit dem Hefe gesehen. Das sind immer gute Anzeichen. Na, und deshalb hoffen wir natürlich jetzt auf eine sehr, sehr schöne Begegnung, weil wir wollen natürlich Krieg sehen. Na, die sollen sich gegenseitig abschlachten, möglichst viele Kills und natürlich auch möglichst viele getroffene Skillshots. Ja. Was bei Hefe, glaube ich, nicht unbedingt dafür sorgt, dass es besser wird. Es gibt auch einige Menschen, die funktionieren halt besser mit mehr, sagt man immer so. Das stimmt. Ja, wie zum Beispiel Udyr. Ja, keine Skillshots, keine Möglichkeit zu verfehlen. Ich habe gehört, du hattest auch so ein sehr schönes Erlebnis mit Udyr. Udyr Zero at First. Ja, aber Tiger Max. Ja, das Beste auf der Top-Lane. Na gut, Teams sind da. Teams sind vorbereitet. Na, wollen natürlich so zügig wie es geht dann in die Lobby hinein und uns dann im besten Fall überraschen. Weil ich will natürlich hier ein bisschen Variation sehen. Oder man band halt bewusst Champions. Ich weiß auf jeden Fall, was dir auf der Top-Lane richtig gut gefallen würde, woran du gestern richtig Spaß gefunden hast, was der Urgott. Ja. Da muss aber der Darius kommen, ne? Ja. Als Gegner. Na, du musst ja mit Urgott demütigst du ja Leute. Und du musst natürlich die demütigen, die du hast. Ne? Die ganzen Darius und Rivens und Yasuos, ne? Die sollen ja schön leiden. Bei Yasuo übrigens noch. Ihr könnt euch vorstellen, wir haben gestern ein Game gezockt und Maxim ist gar nicht mehr aus dem Lachen rausgekommen, weil er bloß die ganze Zeit da gesessen hat. Das war einfach nur übel gut. Ich meine, sobald du diesen Ring of Death siehst, so genau weißt, der rennt halt instant weg. Das ist halt wirklich sehr, sehr nice. Und ja, dürfen wir gespannt sein. Variation ist, wie gesagt, das Beste. Aber ich möchte die Leute auch auf Carry-Position sehen. Ne? Tanks sind sehr schön. Und ich sehe auch im kompetitiven Bereich gerne Tanks. Aber eigentlich will ich Schlachtschiffe sehen, die quasi aus Pappe sind und es 60 Kanonen mit haben. Es muss richtig böllern. Das ist ja auch was die Bot-Position genau das Gleiche. Mit der Syrah schön. Brand würde ich mir halt übel gerne wünschen. Auch da ist halt böllern en masse. Im Jungle natürlich mit den typischen verdächtigen Graves, der ja mittlerweile so richtig schön die Meter reinfindet. Und der halt auch so ein richtig schöner Burst-Champion ist. Ja. Es ist halt auch immer schöner zu sehen, dass die Champions halt nicht so von 100 auf 99, 98 droppen, sondern 100, 0. Einfach bloß, dass du da stehst so, oh, der Mund klappt da unten und denkst so, ah, oh, okay. Ja, er muss mit dem Thunderlord Blitz sterben. Ja, das hat er meistens Swag. Auch mal gucken. Na, Rengar Bann, Kha'Zix Bann, auch der Ivorn wieder aus Respekt rausgenommen. Na, Max ist da eine Gefahr. Er hat sehr viel Ivorn gespielt. Die beiden Charaktere sind sich auch sehr ähnlich. Na, Max hat den gleichen Gang wie er. Und jetzt dürfen wir natürlich gespannt sein, was der letzte Bann auf der Inferno-Seite ist. Oh, ich muss auch sagen, ich finde so das Nickname ist eine sehr gelungene Anpassung, alles klar, die man sich da gegönnt hat. Interessant. Einfach nur lecker Brokkoli. Ja. Brokkoli. Brokkoli. Oh lol. Tschüss Brokkoli. Einfach nur Brokkoli-Auflauf. Da freut man sich drauf. Grace ist der letzte Bann. Mal gucken. Der erste Pick erfolgt nun von ESGs Seite aus. Und er sagt ja auch viel aus. Er sagt quasi die Richtung Swain. Das ist schon mal ein Applaus wert. Ja, Swain ist sehr, sehr schön, da freue ich mich drauf. Weil das ist nämlich ein Dude, der, glaube ich, auch Kevin zum Tilten bringt. Das Geile ist aber auch, das ist ein Pick, den du halt nicht mit einem Tank beantworten kannst auf der Top-Lane, sondern da musst du halt selber auch einen Böller-Champion auspacken. Und das würde ich mir jetzt natürlich noch besonders gern wünschen. Ich hoffe ja auch ein AD-Dude. Den würde ich übrigens auch sehr gerne sehen. Max mit Lee Sin. Das wäre legendär. Er ist ja einer der besten Insec-Performer Europas. Der Main ist da aber auch. Rek'Sai. Nein. Buh. Weg mit dem Meta. Ja. Den gönnt man sich. Ha, Mordekaiser. Nein. Finger weg. Eieiei, noch 12 Sekunden hat er. Oh, das wird nochmal interessant. Nee. Oh! Was ist da denn los? Aber Talent deswegen ist auf der anderen Seite dabei. Und Asia, oder auch nicht. Na, geht noch gleich ein bisschen durch. Asia wird auf jeden Fall super feiern. Ja, das wird auf jeden Fall die interessantere Variante. Aber Talent, muss ich sagen, ist auf dem aktuellen Patch halt eigentlich übel gut. Also ich hab, auf jeden Fall. Ich habe ein paar Mal sehen dürfen und er kann halt ultra hart snowballen. Also wirklich des Todes im wahrsten Sinne des Wortes. Springt halt von Wand zu Wand. Roamt halt extrem schnell. Hat halt One-Shot-Potenzial. Was halt sehr, sehr unangenehm auf die Sidelanes ist. Gerade für den AD-Carry, der immobil ist. Und das Zed vor allem, die direkte Antwort auch weggenommen. Ne? Zed und Talent, die prügeln sich ja sehr gerne in der Midlane. Wo aber Zed auch sehr gute Karten haben kann.
Aber wobei ich sagen muss, das ist halt echt interessant, weil Freddy ist ja nicht so der Assassin-Typ, sondern er ist halt wirklich ein sehr, sehr harter Control-Mage-Spieler. Für ihn natürlich auch eine Abwandlung. Also, sehen wir schon in der Pick und Bann ist auch Variation da. Man will sich da noch so ein bisschen ausprobieren. Das stimmt. Was natürlich auch ziemlich hartes Snowball-Potenzial hat. Aber wenn du natürlich mit so Champions nicht umgehen kannst, ist es natürlich auch sehr, sehr hartes Potenzial zu verlieren. Ja, das ist richtig. Ja, diesen Champion braucht man ein gutes Setup. Uha. Na gut. Der Chat natürlich hier ebenfalls gut eingeblendet. Ja, da kann man jetzt die Kappa spammen, wenn man denn will. Ja, jetzt ist eure Chance da, wenn ihr der Außenwelt etwas mitteilen wollt. Fakt ist, man lässt sich viel Zeit. Noch 12 Sekunden ab jetzt für lecker Brokkoli. Ja, da freut man sich natürlich. Aber Johnny mit der Cassiopeia finde ich eine gute Idee. Cassiopeia kann da gut arbeiten. Das ist also auch so, ja, so ein Ding. Es ist halt auf der einen Seite übel gut, wenn es mechanisch beherrscht. Jawohl, da ist er, der Bart. Bart schon mal dabei. Kutscher mit seinem absolut Support Main will uns hier zeigen, was für Potenzial er hat. Und ich finde auch, der Bart ist halt eine actually echt gute Ergänzung für Spin, weil es ihm doch sehr oft an Engage-Potenzial mangelt. Und Bart bietet halt einfach diesen perfekten Ausgleich. Eine gute Ultimate, Engage und Teamfight ist RIP. Ja, da kann man definitiv mitarbeiten. Wir sind gespannt sein. Ja, natürlich auch die Eröffnung. Ein paar mobile Champions dabei. Aber wenn ein Sonyas fehlt, hat man immer noch die Bart-Ult gegen Zed. Ja. Alles da. Oha! Oh. Das war auch die schnellste Annie der Welt hier an der Stelle. Oh, ich und glaub, auch Camille dabei. Brücki will mich jetzt, glaube ich, so ein bisschen imitieren. Ich habe sehr, sehr gerne letzte Zeit Annie AD Carry gespielt. Oh, what? Was aber bis daran lag, dass ich diesen Hextech Annie Skin quasi freigeschaltet habe und freiwillig dann immer Autofill Annie gegangen Autofill, bin. ADC Annie. Was wirklich eine sehr, sehr interessante Option ist. Aber es kann halt gut funktionieren, wenn du nicht mit umgehen kannst, ohne Frage. In der Theorie ist Varus natürlich wesentlich besser aufgrund der Reichweite auch auf der Botlane. Aber wenn er sich halt einmal engagen lässt, ja, RIP. Ja, RIP. Ja, dann ist wirklich vorbei. Vielleicht ist ja auch Z-Bot-Lane, Z-Talon, die Klingen-Lane of nee, Doom. Nee. Ich glaube, Freddy ist halt wirklich ein Meme auf Z. Da kann ich mir wirklich vorstellen, dass ja, er wirklich in der Runde mit halt. In den Kampf zieht. Ja, ist doch super, super einladend. Aber Klett ist dabei. Das ist natürlich auch sehr, sehr schön. Kevin möchte also in das Team hineinchargen. Aber wirklich, eigentlich ein ziemlich guter Champion. Also Kevin hat ja selber sehr viel rumexperimentiert mit Klett. Hat halt auch selber gesagt, Moment, im Late Game ist ja OP, waren so seine Worte. Und genau. Das gegen einen Champion mit einem Krückstock, mit viel Engage zu haben, ist halt auf der Top-Lane schon ein Vorteil. Und er kann vor allen Dingen Ruf des Henkers gehen, beziehungsweise schon sehr, sehr früh auf diese Heal-Reduktion. Und glaub, damit so natürlich gut arbeiten. Der Tannic Hydra und Ruf des Henkers wäre wahrscheinlich so die optimale Kombination, die du auf der Top-Lane dort kriegen könntest. Aber Botlane, Camille, er hat mit dem einen oder anderen Nerf. Das heißt, auch hier Support-Potenzial sehe ich da momentan nicht mehr wirklich. Und Annie mit der beschränkten Reichweite. Vor allen Dingen auch eine immobile Botlane, was zumindest Annie angeht, halt als Hauptaugenmerk auf der Botlane, ist für Bart auch so ein gefundenes Fressen. Man das stimmt, halt also die One-Shot-Gefahr ist halt wirklich groß. Vor allem kannst du halt als Bart so lange stun spammen, bis du einmal wirklich triffst und dann tradest du halt for free und gehst halt einfach wieder raus, bevor sie dich stunnen kann. Ja, ist richtig. Aber mal sehen. Böllerbus Annie kann natürlich auch sehr gut performen. Böllerbus Annie. Ja, muss man natürlich schauen. Camille Support, aber du hast es erwähnt schon, so ein kleines bisschen genervt. Trotzdem dürfen wir gespannt sein. Ja, die Leute bereiten sich jetzt auch entsprechend vor. Coaches da im Hintergrund. Ja, man sieht ja schon Dexter am Gähnen. Der weiß, dass der Sieg quasi schon garantiert keine ist. Keine Herausforderung. Ja, es ist halt wirklich keine Herausforderung in diesem Matchup. Johnny auch super sicher. Noch mit der Erschöpfung in der Midlane unterwegs. Also da kann man mitarbeiten. Das Ganze sollte da kein Problem sein. Kassel hat ja auch dieses schöne Merkmal, dass man sehr dicht ultet. Immer hinter dir rauskommt, in dem Moment, wenn du nach hinten ultest und das halt dementsprechend timen kannst, kriegst du halt instant den Slam raus. Packst ihm das Miasma unter die Füße, er kann sich nicht zurücksetzen. Und dann gibst du ihm halt die komplette Rotation mit. Jetzt Fun Fact nebenbei, Johnny hat auch Cassio nicht so oft gespielt, aber wenn er sie gespielt hat, hat er halt auch ordentlich durchrasiert. Dann hat er ordentlich rasiert. So Leute, dann machen wir mal ein bisschen Stimmung. Ja, das zweite Spiel beginnt. Und das Spandauer Inferno, natürlich heiß, sich jetzt zu rächen. Ja, ein bisschen Trollmechanik sind dabei, aber Max mit seiner Rek'Sai nun am Start. Na, der Maulwurf der Kluft gibt sich jetzt natürlich hier größte Mühe. Ich muss auch sagen, sehr Twire von ESG, dass sie dann Richtung Jungle gebannt haben. Wirklich die Bigs, die in den letzten Tagen viel gepracticed wurden. Spieler einschränken. Ivan Nocturna wurde halt wirklich der stärkste Spieler sehr eingegrenzt. Ich rieche Käse. Es riecht nach Cheddar, Leute. Das Wachstumssymbol ist da. Und das nicht nur wenig, sieh mich doch! Alle auf die Kollegen! Oh, der Cheddar muss in den Schatten. Oh, ja! Der Sniper! Wahnsinn! Zola, ganz stark! Und da rasten wir doch aus. Oh. Ja? Wir haben ja schon überlegt, hier die Scheibe so ein bisschen mit Kot und Äpfeln zu bewerfen. Na, wie es abzieht. Sehr, sehr gut.
Alter, kommt das in Ferrell raus? Hier wird der Punkt gefeiert. First Blood. Gerade für Varus, der sich jetzt auch noch sehr früh einen extra Longspot mit dazu holen kann, ist das natürlich schon lukrativ, so den First Blood mitzunehmen. Das Ganze natürlich auch exzellent geplant und wirklich auf den Millimeter genau umgesetzt, das Ganze. Richtig. Ja, auch die Pause danach ich aktiviere, nochmal schön aufgestanden, BM, das ist ganz wichtig. LOL ist ein Kopfspiel, ne? Da ist alles drinne und ja, lecker Brokkoli an der Stelle den Kill bekommen, du hast es schon erwähnt. Und damit natürlich auch einen sehr, sehr guten Start. Oha, der Philipp, der Kutscher. Ah, wenn der Bart spielt, ist es halt auch vorbei. Ja, jeder hat halt im Herzen so einen kleinen Kern, der halt sehr stabil ist. Aber wenn die Hülle gebrochen wird, kommt dieser Tilt zum Vorschein. Ja, ja. Und genau das kann man halt damit wirklich erreichen. Gegen einfach zum Tilten bringen. Vor allem jetzt Midlane, sie hat keinen Flash mehr, was im Early finde ich echt nicht einfach ist in dem Matchup. Zed hat in der Tat nicht das beste Early und ich glaube, Johnny, der würde jetzt halt komplett ausrasten. Ja, der würde wahrscheinlich auch dann früher oder später nach dem Training und so weiter auf die Seekers gehen. Und das reicht meistens schön. Guter Doppelstun, Camille mit dem Re-Engage. Aber da muss man aufpassen. Na, Colossus hat ja auf jeden Fall jetzt viel Schaden verhindert, genau wie die Passive. Aber es ist die genervte. Es ist auch sehr interessant, dass Camille mit dem Autotick auf Bart einen Schild für normalen Schaden bekommt und nicht für magischen Schaden. Ja, das ist bei Shen auch so, das ist übel weird. Was halt übel stupid ist in der Theorie, aber das ist natürlich in dem Fall gut für Bart, weil er halt einfach weiter seinen magischen Schaden rauffahren kann. Oha, die Botlane, die bleibt aggressiv. Oh, der Stun. Auch den Thunderlord nochmal gebrockt. Kutscher ist halt einfach der Bart-Main und das merkt man halt sofort. Also er hier sehr, sehr stunsicher unterwegs in der ganzen Geschichte. Das muss er beibehalten. Na, wenn die Betäubung nicht landen, früher oder später wird Annie zurückschlagen. Sag ich jetzt die Frage, dann gibst du mal Twin Fangs ins Gesicht. Level 2 auf der Botlane auch früher erreicht. Sehr, sehr wichtig. Damit natürlich den Gegner unter Druck zu setzen. Jetzt merkst du halt einfach dieses Reichweitendefizit bei Annie, die halt überhaupt nicht richtig ans Ziel rankommt, ohne Angst zu haben, dort gestunt zu werden. Ja, jetzt aber selber die Betäubung zur Verfügung. Da muss man aufpassen. Oh, zack. Pfeil sitzt nochmal. Azula definitiv da. Gut mit dem Auge dabei. Aber Top-Lane. Ah, gegen Swain ist es immer ärgerlich. Hat eine Menge Poke im Early. Gerade dieses Redesign hat ihm da sehr, sehr gut geholfen. Und ist halt auch wirklich fürchterlich, wenn du gegenspielen musst. Aber dafür hat er halt diese besondere Mechanik, dass er halt einfach abmounten kann quasi. Und sobald er halt genug Schaden am Gegner vorgerichtet hat, kann er halt einfach wieder umsonst auf der Lane seinen kleinen Gefährten herbeirufen, aufsitzen und hat halt sofort wieder die Lebensverfügung. Das ist vor allem gegen Swain gar nicht so bad. Das geht weil wirklich gut. Swain macht keinen Burst. Der braucht halt wirklich lange, um einen zu vernichten. Wenn du da irgendwie gegensteuern kannst. Und du schätzt das halt echt. Ja. So klettert es halt später innerhalb von 3-4 Sekunden, sitzt er halt locker wieder auf seinem Mount, sobald er als Spieler dort wirklich ins Visier nehmen kann. Gegen Minions dauert das Ganze ja ein bisschen länger. Oha. Jetzt muss man natürlich schauen. Jungle Talon, man sieht nicht so, aber es sieht aus wie ein Face Check. Oh, das Q! Das hat nicht ganz gesessen. Exhaust ist raus, aber die magische Reise. Oh, oh mein Gott! Der kommt da noch raus! Wahnsinn! Der Junge hat Blut geleckt. Absoluter Hammer hier an der Stelle. Sola Guacamole, Wahnsinn. Macht das hier wirklich wunderbar. Hat jetzt auch Double Buff. Albtraum-Szenario, wenn der Varus häufiger die Pfeile benutzen kann. Schön gemacht. Das Inferno ist zurück. Oh, und das wird richtig stark werden. Spätestens beim nächsten Backball wird sich das natürlich auch in den Items widerspiegeln. Und hier für die Lane ist ein sehr wichtiger Vorteil. Du hast ja nicht nur, wie du schon gesagt hast, die Möglichkeit viel zu spammen jetzt mit dem Arrow, du hast auch die Lebensregeneration, beziehungsweise auch den Snowd von... Oh, wow, oh, das Flash! Das Kutscher, war super bad! Da. Jetzt kann man antworten, Eddie! Die will da raus, die muss zurückziehen, der Red Buff ist drauf! Der wirkt der jetzt braucht man ein ganz sauberes Q, es wird geladen. Oh, ja, das hat funktioniert! Sehr, sehr schön gemacht! Und jetzt natürlich die Camille auf dem Rückzug. Ja, sehr mobil, kommt da nochmal raus. Aber gegen Double Buff kann man nichts machen. Johnny, schönes Exhaust. Na, geht er ganz normal sicher, heilt sich auch mit Twin Fangs hoch. Der Mana hat leider ein bisschen gering. Das Ganze ist natürlich mechanisch sehr, sehr stark gespielt an der Stelle. Aber irgendwo bist du halt limitiert durch dieses Mana, das du dort gebrauchen musst. Zed hat es dann natürlich auf allein ganz, ganz einfach. Musst du halt bloß auf die Energie warten. Als Cassio musst du halt wirklich überlegen, wann und wie du dein Mana dort einsetzt. Also hier, Johnny, bin ich exzellent unterwegs. Und boah, Philipp. Captain BM ist da. Ja, hilft jetzt beim Rauspushen, wie es ein guter Support macht. Weil Base. Er braucht unbedingt die Träne. Das ist quasi für Cassiopeia ein kleiner Power-Spike. Vielleicht sogar ein bisschen Armor noch rum drauf, um das erste Item zu counter. Oh, der Captain! Jetzt kommt der Captain dazu. Zack, kann den General gleich hochwerfen. Das klappt wunderbar. Er könnte rüberflechten. Oh, das ist der Kill! Wenn die Bärenfalle sitzt. Ganz stark gemacht. Kevin da hier mit einem wichtigen Kill auf Klett. Ach, diese wichtige Route, die er dort gewählt hat, über den gegnerischen Jungle von hinten durchgebuddelt, quasi durch die Wand. Und dann den Herrn mit dem Krückstock, den General, wirklich komplett dort übermannt. Und Klett hat das Ganze halt sehr, sehr schön ausnutzen können. Für Kevin natürlich ein leichtes Spiel in dem Fall.
Die Synergie ist halt gerade im Game einfach ultra gut im Spandau Inferno. Ja. Ah, Max da erstmal sehr viel gepowerfarmt. Das geht mit Rek'Sai sehr gut. Also hat er wirklich einen sehr, sehr schnellen Jungle-Speed, wenn man es mit anderen Charakteren vergleicht. Und hier sehen wir schon, wie schnell da doch die Raptoren fallen. Oh, Philipp, das ist der Dancer. Na, der macht das wunderbar. Ist natürlich jetzt sehr, sehr schnell. Zack, da sitzt der erste Auto-Attack. Re-Engage ist geplant. Oh, aber die Band, die kassiert. Na, da war Sola noch nett. Ist da nicht hingegangen. Wollte sich da so ein kleines bisschen zurückhalten. Kann man auch verstehen. Ah, bei Annie auch noch keinen Stunt fahren. Oh, stark. Wow, der tut halt echt weh. Der nächste Arrow konnte da wirklich schon fast das Ende bedeuten. Ah, Annie Botlane. Ah, bisher noch nicht ganz so konsequent. Ja, Level 6 Power Spike, sagt man ja immer so. Mit dem Tibas, der auch redesigned wurde vor nicht allzu langer Zeit. Aber es wird noch ein bisschen dauern. But, yo! Der sitzt da wunderbar. Der ist hier gut. Sola bisher wirklich richtig, richtig stark. Er ist was seine Cues angeht. Er ist wirklich richtig, oh, richtig treffsicher. Oh, 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 er trifft das Ganze. Sehr, sehr gut gemacht. Sola da definitiv mit Übung dabei. Da gibt's halt wirklich keine Ausweichmöglichkeit. Links, rechts, unten, oben. Alles kann er treffen. Und Annie ist da komplett hilflos ausgeliefert. Ja, gleich der nächste Pfeil. Nicht lange gecharged. Diesmal schneller. Aber wir sehen schon, Camille, die Er konnte die Passive leider nicht brauchen, er hat keinen Mana mehr gehabt. Die Cooldowns hat ein bisschen zu hoch in dem Fall, aber trotzdem eine schöne Aktion. Man kann den Gegner jetzt vom Turm vertreiben und der Captain ist halt da, um genau diesen Turm in Angriff zu nehmen. Zu dritt ist man jetzt dort auf der Botlane, ohne halt einen Gegner zu haben. Vor allem die Kombo aus Turret, First Blood und eventuell Inferno Drake ist nicht schlecht, aber Zed ist unterwegs, sie wissen da Bescheid. Ziehen sich auch zurück, machen das Ganze ganz vorsichtig. Oder sind sich da noch nicht ganz sicher? Keine Sicherheit. Sie haben halt wirklich dort diese Control Board gestellt. Man weiß, dass keine Sichtweite existiert auf einen selber. Das Ganze kann man natürlich auch zu eigenen Gunsten auslassen. Da ist der Captain auch zurückgekehrt. Also hier will man wirklich darauf hoffen, noch in Richtung Annie. Frage ist, ob der Käse aufgeht. Klettet hier am Kämpfen. Kevin. Ist abgemountet. Muss aber auch auf das Mana von Swaynacht. Wenn das vorbei ist, wenn Talon jetzt rüberspringt, dann wird es sehr, sehr gefährlich. Er muss wieder aufbauen. Oh, der Flash-Versuch war da. Aber konnte nicht ganz auf Lane, stattdessen die Botlane schon wieder am Rasieren. Und die Camille kann da wenig machen, zieht sich zu Fuß zurück. Der Captain da mit dem Assist und wahrscheinlich auch mit dem Turret First, weil jetzt kann man es, denke ich, durchziehen und danach zum Inferno. Das wird man sich hier definitiv holen können, da hat man nochmal eine ganze Menge mehr Gold. Sola ist schon mit 4-0-1 unterwegs, also eher ultra stark in dem Game. Ja, er hat auf jeden Fall die Leistung gebracht, die wir auch in den vorherigen Spielen ganz gut beobachten konnten. Und das ist wieder eine gute Stütze. Der ist nicht unwichtig, der ist halt nochmal so ein schönes Sahnehäufchen oben drauf auf das ganze Szenario. Turret First Blood, 3 Kills auf der Botlane, Double Buff zeitweise bekommen. Und jetzt nochmal Infernal Drake mit 8% AP und AD-Werten. Da fühlt sich natürlich besonders sicher. Ach, den bekommt man hier. Ganz, ganz großes Ding. Sauber gemacht und das Scaling ist dann natürlich abartig. Schatten sitzt da bereit, aber es wird schwierig. Auch die Dorans, mit den Dorans sage ich schon, auch die Stoffrüstung ist da. Und somit natürlich Johnny halbwegs bewaffnet. Oder hat schon mal das erste Item vom Set so ein kleines bisschen gekaunt und relativ wenig Gold. Jetzt kommt noch der Lane Swap, ganz professionell. Nach der 9 Minute, man hat den Bot der Klette geht, kommt hier. Der Ultimate rein. Wird erreicht. Oh mein Gott! Wunderschön! Komplett zerrissen worden. Nur 100 Gold hat Brücke hier gebracht. Ausführung wie Bilderbuch. Also hier wirklich keine Gnade vom Spandau Inferno. Die sind halt hinten und vorne gerade wirklich dabei zu rasieren und fahren über ESG komplett rüber. Das sieht gut aus. Jetzt hier auch der gute Sola. Der Charge ist da. Schön, Flash raus. Oh, die Chain! Die hat den Talon getroffen. Wie bitter! Der konnte sich auf jeden Fall gut schon nicht abholen. Da sind 3-6 noch auf die Spell. Oh, noch ein Spell. Das Q. Oh, da geht daneben. Das ist ärgerlich. Exhaust ist aber noch da. Man kann das gar nicht. Oh, Stun! Gucci mit den Power Mechanics. Der holt ihn noch ab. Das hat geklappt. Die magische Reise. Oh, mein Gott! Der schafft das, dann ist raus! Kutscher, rettet dein Leben! Es ist der Bloodbane! Der einzige und wahre, den wir hier gegeben haben! Zack, und das war's! Philipp, kommt hier noch weg und das BM ist groß! Genauso macht man's! Mitte unterdessen, schöne Bärenfalle, Brüki, zack! Wird sich gegönnt, der hat keinen Spaß am Spiel! Nicht mal unterstützt in der Situation, sondern bloß zugesehen und Kevin, der geht dann vor! Ja, Spandau brennt. Ah, sehr, sehr schön gemacht. Das Inferno. Einfach der Wahnsinn.
Spandauer Napalm ist ja auf jeden Fall gut am Brennen. Jetzt natürlich die Frage, wie will der ESG noch gegenhalten? Also 2-9 in der 10 Minute, das ist schon ordentlich. Wie ausgewechselt dieser Spandauer Inferno? Ich sehe auch keine Möglichkeit da momentan, gegen dieses Potenzial noch anzukommen. Sie spielen wirklich fehlerfrei in dieser ganzen Session und können sich dieses Game einfach komplett in den Nagel reißen bis dato. Und Johnny Scaling kommt ja noch, ne? Der hält sich ja noch freundlichermaßen zurück. Oha, Kamil mit der Eröffnung. Wo bleibt die Ultimate? Schön gedodged auf jeden Fall. Exhaust aber drauf. Ist und da. Schon wieder ist der Kutscher da. Stark Wahnsinn. Der Double sehr gut. Für Johnny. Ah, das Inferno hält zusammen. Der kommt da rüber. Oh, Brücki mit dem Infeed in der Mitte. Das ist E-Sport. Sehr, sehr schön gemacht. Oh, kriegt aber auf jeden Fall noch. Ein Zimmer ist deutlich stärker momentan als auch die einzelnen Spieler. Also er räumt das Ganze nochmal auf, aber trotzdem ein sehr, sehr guter Trade-Down. Oh. Für schöner Flash. Oh, schade. Da konnte man wenig machen. Aber natürlich hinterrücks von hinten angegriffen. Das ist ja wirklich die unehrenhafte Variante, dass du halt einfach wartest, bis irgendwer dir den Rücken zukehrt, dann einfach wirklich reinspringst mit deiner Klinge und ihn halt wirklich erdrosselst an der Stelle. Ein wahrer Talent kommt von vorne normalerweise. Aber hier ist es nicht der Fall. Trotzdem wird der Turret arg bedroht. Kamil ist auch wieder zurück. 4-12. Na, das ist natürlich schon wirklich Power-Stats. Auch der gute Max hier super schnell durch den Jungle, dank der Tunnel. Hat sich auch wirklich taktisch gut platziert, um jederzeit den Rückzug zu finden und gleichzeitig halt trotzdem seinen Jungle-Clear-Speed aufrechterhalten zu können. Also hier das Ganze auch wunderbar strukturiert, so damit, weil er auch so mit seiner Geisterklinge unterwegs. Also auch hier ein sehr, sehr großes Potenzial. Johnny, der sich sogar hier für die Scaling-Variante auf Kass entscheidet, mit dem Rod of Ages, was man nicht so oft sieht, aber in dem Fall kann er sich einfach erlauben. Er ist halt super gut im Spiel drin und will halt einfach ein bisschen härter skalieren. Ja, hat er auch sowieso schon genug Rüstung geholt. Also er reagiert darauf. Und das Late Game abzusichern, wenn das Early Game gut läuft, ist gar keine schlechte Variante. Ne? Das triggert den Gegner auf jeden Fall sehr, sehr schnell. Man hat es auch hier alles andere als eilig. Und auch der gute Kevin jetzt auf dem Rückzug hat sich Lifesteal gegönnt. Ziemlich coole Variante gegen Swain. Aber noch kein Ruf des Henkers. Ne? Er ist dann noch fair. Bart Ulden ein bisschen daneben gesetzt. Aber er musste trotzdem sidesteppen. Oh, das Q war auf jeden Fall interessanter Natur. Ob das reichen wird. Oh, oh, der geht da los. Der Captain. Der schnappt sich da die Annie und auch oh, der Knock-Up. Der Knock-Up ist wieder zur Verfügung. Panna ist super low. Schön gemacht. Da gibst du mal einen ganz sauberen Kill für den Sola. Das Team hält auf jeden Fall zusammen. 6-1 steht der Junge mittlerweile. No Mercy, keine Gnade. So ein bisschen das Motto vom Spandauer Inferno. Sie zeigen hier wirklich, was sie aus ihrer Teamkomposition rausholen können. Und jetzt heißt es halt wirklich in Richtung langsam Turret-Push zu geben. Botlane-Turm ja schon vor langer Zeit abgeholt. Der Top-Lane-Turm wird jetzt hier angegangen von zweimal. Der mittlere Turm auch schon fast abgerissen. Also auch hier Johnny sehr, sehr gut unterwegs auf seiner Lane. Ja, farmt dann natürlich dann entsprechend auch wieder und kriegt dann halt noch das Bonusgold, auch wenn er sich ja bisher noch nicht so an so viel Kills beteiligt. Hat immer so ein bisschen den Nachteil, dass wenn er den Q trifft, auch der Deathfire-Toucher mit immer wieder gebockt wird und er kann halt nicht so nah an den Turm gehen. Ja, weil halt also immer wieder die Tower-Agro dann einfach abbekommt. Was natürlich sehr unangenehm ist, aber trotzdem, der Damage ist halt da. Das Ganze wird sich halt vor allen Dingen später mit den Liandris noch kompensieren. Der Fire Touch und Liandris. Oh, halt Johnny, 3 gegen 1. Ultimate ist draußen. Der kommt da nicht mehr weg. Auch Tibbers tankt der ESG. Die möchten noch zurückschlagen. Max auch hier sehr viel Schaden kassiert. 4 Mann und in der Mitte. Aram ist der beste Modus, aber Klett, der wartet nur. Der will da reinrollen. Ich kann es spüren. Ja, zieht sich zurück, den Turm, den will man hier aufgeben. Also hier hat man sich einfach gesagt, wenn 4 auf 1 schon prügeln, dann will man das Risiko nicht eingehen. Auch hier einfach wieder eine unehrenhafte Variante, die man einfach nutzt, um dort den einzelnen Spieler zu übermannen, kann man schon sagen. Hat aber funktioniert. Na, die Mobilität von Cassiopeia auch beschränkt. Sie muss die anderen betäuben, um quasi aus Situationen rauszukommen. Aber Kevin in aller Ruhe dabei zu scalen. Geht hier wahrscheinlich auch die Trinity Force Variante. Oha, Philipp, ah, schon wieder diese Mobilität von Bart. Gut genutzt, kommt er davon, will natürlich Vision platzieren. Ja, kriegt das auch mal wieder hin, aber hier auch, merkt man einfach die Erfahrung von Kutscher auf Bart, dass er halt genau weiß, wann er in den Face-Check reinläuft, wie hat er zu escapen, wie kann er in den Tunnel setzen, dass es keine Gefahr für ihn darstellt. Jetzt oh, hier Talent. Der Juggler. Der Ultimate. Oha, der kann ihn natürlich sehen. Rek'Sai kann unsichtbar auch über die Ortung mitbekommen, aber es ist gar nicht so einfach, einen Talent daher zu kommen. In diesen Gefilden ist er doch recht mobil, aber zweiter Infernal Drake, der war natürlich abartig gut, wenn das Spiel und was kann nicht stabil läuft. Und da halt wirklich dich ungeschoren rauszubewegen, wenn du den stealen könntest. Man sind, glaube ich, so ein bisschen für den Stil, macht sich bereit, aber der Captain ist natürlich ein sehr, sehr versierter Jungler, der ist sich da bewusst, dass er es holen kann. Oh, klein Uzi. Er hat auf jeden Fall mit dem Zeller den Stil noch geschafft. Ja, da kann man auch mal Lob aussprechen, also wirklich sehr gut gemacht, aber natürlich ärgerlich für das Inferno, weil deren Drache nun nicht mehr am Start ist. Aber dennoch, immerhin hat man sich den ersten sichern können, also hier kein großartiger Verlust. Es wäre natürlich schön gewesen, aber man kann auch damit leben, ohne den jetzt hier mitzubekommen. Man macht sich jetzt ein bisschen bereit, für den Teamfight zu gehen. Cassio auch fast wieder ihre Ultimate zur Verfügung. Rek'Sai braucht ihre im Teamfight nicht. Bart hat halt seine so ein bisschen
verschossen. Trotzdem hat man sich halt den Talon sichern können. Die Killverteilung ist gut. Oh, schöne Reaktion von Solar mit dem Flash. Predicted die Eröffnung. Der Pfeil hat gesessen. Zed ist da. Exhaust ist drauf. Zwei. Oh, der Double Stun von Kutscher. Reicht am Ende nicht ganz aus. Der räumt das Ganze von hinten auf. Also hier gibt es nichts umsonst. Das Spandau-Entfernung mit der Falle. Hier wirklich Solar einfach als Bait genutzt, um an die drei Kills ranzukommen. Und das Ganze wird auch nicht folgenlos bleiben. Der Tomb, der hat halt schon kaum noch Leben. Der Wave-Clear von Swain hält sich auch ein bisschen gerade. Wow, da ist der Gage gehen. Ja, aber die Betäubung hat gesessen. Das macht der Kutscher so gut. Knockup ist drauf und schon ist der Talon down. Sehr die Kill-Trades wirklich extrem gut für Spandau Inferno. Swain hier nochmal mit der Ulti. Ich meine, der Captain muss ein bisschen aufpassen. Oh, Kevin! Oh, der kriegt den nicht ganz mit dem Q zu fassen. Turret aber down. Auch entmounted, aber das ist ihm egal. Das ist der gute Klett. Der ist. Oh, weglaufen. Oh, der Dot ist noch drauf. Da muss man aufpassen. Wenn dann rausgehen. Oh, stark gemacht, aber von dem guten Swain. Triple Kill ja bei der Turret-Verteidigung. Ah, das war ein knappes Ding. Klett wirklich dabei. Ist schon gewesen, wieder aufzumounten. Oh, schade. Nicht ganz reingekommen. Aber eine gefährliche Geschichte, wenn du noch einen Step mehr nach vorne machst, ist es gefährlich zu werden. Da muss man aufpassen. Eieiei, der Solar wird nervös. Ja, da muss er vorsichtig sein. Oh, der BM, der ist natürlich da. Die Gegner jetzt auch schon mit der moralischen Taktik quasi. Wollen dich halt komplett zermürben. Das Kopfspiel ist das Wichtige. Ah, du musst den Gegner einfach nur durchirritieren. Aber man sieht es, ESG kämpft sich zurück. Na, sie bleiben auf jeden Fall am Ball. Ah, das Spandauer Inferno kriegt ja auf jeden Fall keinen Sieg. Aber das soll ich vergessen. Ihr Game ist halt wirklich das Midgame mit einem Zed, der seine Scalings bekommt, mit einer Annie, die im Midgame halt auch extrem stark dort wirkt. Muss man da ein bisschen vorsichtiger sein. Auch der Swain, der halt mittlerweile nicht mehr so dieses squishy Opfer ist, sondern der halt wirklich etwas an Leben aufgebaut hat und dementsprechend sehr, sehr schwer nur zu töten ist. Ja, Lubaf jetzt hier auch an Johnny abgegeben. Sie gehen ja wahrscheinlich mit dem Zed auch auf den Split-Push. Und das ist halt so eine Mechanik, die ich halt gern von ESG als gute Antwort sehe. Q, ah, da weiß Brügge Bescheid. Oh, kleines Mädchen dodgt da ganz sauber hier diesen riesen Pfeil. Immer noch der Druck da. Er bemüht sich, er zielt auf jeden Fall sehr solide bisher. Johnny im 1 gegen 1 immer noch stundenglaslos. Also der Hardcounter gegen Zed kann er noch nicht ganz auffahren. Aber ich glaube, es ist ganz okay, dass er ihn hinausschiebt. Er hat sich halt dafür diesen World of Ages geholt. Und damit hat ein bisschen mehr Leben zur Verfügung. Und diese Grundrüstungswerte kriegt er halt schon über diese Armschützer, die ihm halt dort auch, nachdem er halt ein bisschen gefarmt hat, wirklich Rüstung ordentlich geben. Und dann muss man halt versetzt nicht so viel Angst haben. Muss man einen Blick auf die Botlane werfen. Ich glaube, der Johnny will da zum Angriff ansetzen. Ja, vor allem ist halt der Captain unterwegs. Also hier Rexai. Oh, ist drauf. Der Free Damage ist da. Auch der Captain ist zur Stelle. Hat das Q getroffen? Aber ja, man sieht ihn auch bloß auf fliehen, also ich keine Möglichkeit, ihn wirklich zu catchen. Aber wenn Zed halt erstmal in seinen Schatten verschwindet, ist es auch nicht ganz so einfach, dort hinterher zu kommen. Jumbus gibt ja halt auch noch zusätzlich glaub, Bewegungsgeschwindigkeit, dementsprechend auch da schwer dran zu bleiben von Rexel, die halt nicht sowas wie Jumbus bauen kann, könnte. Aber es bringt halt normalerweise nicht viel auf den Champion. Aber die Falle gegen Swain, die ist gesetzt. Ist ja noch kein Ruf des Henkers. Aber Kletto, keinem. Ich glaube, doch reicht der Böse aus, dass man ihn schnell töten kann. Du hast ja im Endeffekt mit der Healungsreduktion von Varus auch eine gute Möglichkeit, über diesen ungeweihten Boden, den du da platzieren kannst. Richtig, das stimmt. Also, wenn man da das Ganze zu dritt wirklich organisieren kann, geht das schon. Der Herald wurde jetzt sogar noch abgeholt. Kann man machen, interessiert aber keinen. Na, Herald braucht man nicht. Johnny schon wieder mit der geduldigen Variante. Bei Herald für den Talon ist halt gar nicht mehr so bad. Ist für jeden Splitpusher ganz cool. Das kannst du auch auf Zed bauen. Also er nutzt dann ja auch den Bonusschaden aus. Beziehungsweise die Ultimate macht dann einfach mehr Damage, wenn dieser draufgehauen wird. Aber mal gucken. Black Cleaver haben wir schon fertig. Also doch nicht die Trinity Force Variante. Versucht dann hier einfach nur für das ganze Team etwas zu schreddern. Das ist für Varus halt super gut. Natürlich auch schön, weil deine Scalings halt von deinen reinen Spells ein bisschen besser sind. Trinity Force an sich gibt halt nicht so viel reine AD-Werte, dass deine. Ja, dass deine Base-Attacks dadurch hochgehen. Dafür natürlich immer wieder diesen Proc, den du ausnutzen kannst, auch bei Klett, weil du ja sehr, sehr viel Spams. Entsprechend auch dort geregelt das Ganze timen kannst. Jetzt mal unterwegs in Richtung Botlane. Kevin hat schon Lust, hier rein zu chargen. Dazu ist die Ultimate ja auch da. Oh. Jetzt die Eröffnung auf den Johnny. Es sind 3 gegen 1. Jetzt kommt der Kevin dazu. Johnny schon sehr, sehr low. 1:1 getauscht. Da charge mit dem Knockup da, aber leider Kutschi hat ja seinen Kollegen gestanden. Brüki will sich da wehren. Noch Talon, zack, von der Corruption getroffen. Und Swain alleine und somit so gut wie down. Oh,
Endlich! Jetzt hat's geklappt. Shutdown für ihn. Oh, mit dem Flash. Das hat nicht ganz geklappt. Sehr gut gedacht. Die Umsetzung noch nicht perfekt gewesen. Also, ich ist mal ein bisschen früh geflasht. Dennoch, spannende Entfernung hier mit 4 Tötungen und 2 abgegeben. Das sah halt wirklich gar nicht gut für Johnny aus, aber der hat sich sehr geschickt bewegt. Vor allem ins eigene Miasma reingestellt, dass die Gegner ihm folgen mussten und keiner mehr rausgekommen ist. Dann räumt man das Ganze von hinten auf mit einer guten Rexile-Kombination, mit einer guten Klett-Kombination. Das war auch sehr, sehr schnell zur Hilfe. Also auch diese Teil, zumindest globale Präsenz, hilft ihm dort. Der nächste Drache ist jetzt dabei zu spawnen. Es ist zwar kein Inferno Drake, aber ich glaube, jetzt wird das Spannende am Inferno so ein bisschen zeigen, wie dominant sie momentan sind auf dem Feld. Ich denke auch, dass sie auf jeden Fall in den größeren Teamfights gute Karten haben. Das muss man auch mal dazu sagen. Da die Frage, ja, das muss der Kutscher gut vorbereiten. Drakes sind eine Sichtsache, ob man sie macht oder nicht. Auch hier Panda immer wieder mit den Engages durch Camille. Ja, man versucht da Johnny einzusperren, aber im Nahkampf ist halt eine Cassio gar nicht so bad. Gibt sich da auf jeden Fall ein bisschen Mühe. Q sitzt, Drake wird rausgepult und das Inferno beginnt. Die Frage, kann hier sehr schöne sich noch mal reinspringen? Was denn? Keine Kontrolle. Ganz sauberes Smite vom Inferno, sehr gut gemacht. Konnten hier nochmal den Ocean Drake bekommen. Ja, zweimal wirklich das Red Trinket quasi genutzt und gleichzeitig Control Ward reinplatziert und das Ganze wirklich auf ein Bilderbuch wieder gemacht. Also die Theorie ist auf jeden Fall da und die Umsetzung, daran scheitert es momentan auch nicht. Man ist hier sehr versiert im Vorgehen. Jetzt sogar ein bisschen aggressiver. Also hier geht man teilweise sogar Risiko ein, aber natürlich mit den mechanischen Fertigkeiten, die man nun hat im Spandauer Inferno, kann man sowas eingehen. Das ist ja auch okay. Ich meine, sie kriegen jetzt die Vision Richtung Baron und wollen natürlich sehen, wenn ESG aber irgendetwas planen, dass sie da sofort darüber Bescheid wissen. Eigentlich fand ich das eine gute Rotation, sind auch gemeinsam alle geblieben. Das ist das Wichtigste, dass sie im Team wirklich vorgehen. Momentan muss ich sagen, vom Teamplay gefällt mir das Game halt ultra gut bei ihnen. Immer, nie ist jemand alleine, zumindest nicht gefühlt, sondern manchmal wird jemand alleine engaged, aber das Team ist halt so schnell zur Hilfe, dass man das Ganze einfach wieder rumdrehen kann. Also Spandauer Inferno zeigt sich hier von ihrer besten Seite. Auch hoch konzentriert. Ja, wie gesagt, man hat kurz überlegt, oh, machen wir Trollpicks oder nicht. Aber bis auf den Klett, sage ich mal, ist alles meta-orientiert. Aber Kevin hat ja selber gemeint, dass er halt im Late Game auf jeden Fall nochmal einen guten Einfluss hat. Im Prinzip auch okay. Oder hier gut ausspielbar. Zack, da wird das Q wieder gecharged für den Wave Game. Man will ja den Top-Turret irgendwann mal doch bekommen. Es sind ja gar nicht so viele Gebäude bisher gefallen. Doch. Oh, Talon, schöne Chain. Hat ihn auf jeden Fall gut aufgehalten. Da muss der Max auf jeden Fall ein bisschen gegensteuern. Oh, Taylor wird hier komplett rausgenommen. Die Barthold ist raus, 1:1 getauscht. Timbers ist zur Stelle. Wo bleibt Johnny? Der hat auf jeden Fall noch ein bisschen Distanz zu überwinden. Aber kommt jetzt zu. Kevin übernimmt das Ganze jetzt mal. Ob er das jetzt nochmal rumdrehen kann, ist die Frage. Bisher 1:2 getauscht, also hier sehr unglücklich gelaufen. Oh, Flash da nach vorne. Camille kommt dazu. 4-Mann-Stun oder gar nicht. Der Gold, die Battle Johnny. Jetzt heißt es gegensteuern, aber die Tankiness ist doch da. Johnny mit einem guten Versuch, aber die Damage-Dealer bereits gefallen. Ah, das ist halt so bitter, das kann richtig gut funktionieren, wenn Klett nochmal an die Passive rankommt. Und es hat wirklich nicht viel gefehlt an der Stelle. Vielleicht die Kommunikation nicht optimal, also Kevin hat ein bisschen länger gebraucht. Johnny wirklich mit einem exzellenten Flash die Ultimate in 3 Mann direkt ins Gesicht platziert. Alle 3 dort gestunt und gleichzeitig noch eine Menge Schaden verursachen können. Allerdings darf man auch nicht vergessen, dass sie das Ganze halt in einer wirklich sehr, sehr großen Unterzahl gerade gespielt haben. Ja, auf dem Rückzug. Lässt es sich sehr, sehr schwer kämpfen. Mit einer Orianna oder Karma vielleicht, da kann man noch was machen. Aber hier heißt es halt mit einmal zuschlagen. Die Frage ist, kann der Captain stehlen? Die Frage ist, ist der Baron schon lange weg? Oder findet man noch mal jemanden? Tunnel ist gegraben, aber da kann man... Oh, ist er noch da! Richtig über die Wand gekommen! Oh mein Gott, Flash ist raus. Jetzt ist er auf jeden Fall safe. Ah, die Camille Mechanics lassen sie so ein bisschen zu wünschen übrig. Also ich habe immer die Chance, zumindest noch ranzukommen und zumindest den Flash zu bekommen. Der Captain ist hier natürlich immer hoch motiviert, niemals am Aufgeben und findet da sogar noch Ziele, wo er Vorteile für sein eigenes Team erspielen kann. Ja, hier muss man auf jeden Fall genau diese Teamarbeit aufrechterhalten. Man hat es ja gesehen, ne? Johnny kam sehr spät erst dazu, nacheinander. Na, one by one ist halt der grausamste Tod. Und hier muss man schauen, dass man das Ganze wirklich gut praktiziert. Johnny nochmal beim Farm abgreifen. 200 beinahe in der 24 Minute. Das ist okay. Wie gesagt, er war ja auch an einigen Kämpfen beteiligt. Und damit auch der Farm etwas eingeschränkt. Auch Sola ist hier bei knapp 200 Zählern. Also ebenfalls in einen soliden Bereich. Oha, oh, der Divebot lane. Die Ultimate schön gesetzt. Die wurde aber von der Bubble komplett verhindert. 3 gegen 1. Und auch Philipp muss sich zurückziehen. Q sitzt zwar nochmal mit einem Stun. Aber erneut ist das Team getrennt. Ja? Der Gegner weiß Bescheid. ESG. Da definitiv gut global unterwegs. Ah, und das ist natürlich auch eine Sache, die man sehr, sehr gut ausnutzen kann, wenn man 2 Assassins im Team hat. Einfach halt diese Trennung, einzelne Ziele separieren und separiert dann halt einfach aufgabeln und wirklich eliminieren dort. Also auch hier weiß man natürlich, wie man es vorzugehen hat in dieser Kombination. Kann man wieder mit dem BM an der Stelle. Panda
Der Panda, der ist auf jeden Fall nicht vom Aussterben bedroht hier in dem Game. Macht das hier wirklich gut. Aber Wave Clear ist da. Das ist der große Vorteil. Baron Buff will es eigentlich ausnutzen, um viele Gebäude zu kriegen. Vor allem gerade die Wave Clear ist halt da, ja, mit dem Varus. Also auch hier diese Resistenzen, die die Minions bekommen, sind da halt eher irrelevant. Da hat man ja meistens große Probleme. Auch Cassio ist ja dann nicht so der angenehmste Champion der Midlane, wenn er erstmal hinten bis um Waves zu clearen, weil sie halt eine sehr schwache, aggressive Form von Wave Clear hat. Oha, Max, bittet um Hilfe. Ja, Brücki bleibt da vorsichtig, hat die Betäubung. Oh, Timos verfehlt. Das ist natürlich nicht so gut. Ja, damit kommt Kutscher auch ohne Probleme raus. Man kann raus. Das eventuell sogar nutzen, um zu engagen. Kevins Ultimate steht zur Verfügung. Cassio jetzt auch wieder ihre Ultimate. Annie komplett alleine. Ist natürlich jetzt nicht der beste Champion, um dort irgendwie zu fliehen mit den kurzen Beinchen. Na, mal gucken, er wartet natürlich auf den kletten Gage. Er kriegt ja auch einen guten Schild, wenn er lang unterwegs war. Der Captain jetzt hier unterwegs. Oh, schön, das oh der Stahl ist groß, aber da! Ist reicht! Touch, der rein! Johnny kriegt einen ganz sauberen Kill. Ich würde mal festhalten, muss ich gegenhalten. Aber der Swain, eieiei. Der tut natürlich auch ordentlich weh. Also ein bisschen separiert. Das ist natürlich dann nicht einfach, einen Kill dort zu erzeugen. Aber zumindest hat man da schon mal eine gute Aktion, guten Engage finden können fürs Team. Oha, der Z, der ist aber mutig. Auf 100 Leben noch die Ultimate zu ziehen. Kann man machen. Ah, ist ja auch ein Gap-Closer. Baron Buff also bisher gar nicht so schlecht genutzt. Jetzt fallen die Türme langsam in den letzten Minuten dieses Buffs oder Sekunden eher. Oh, gut gemacht von Sola. Sniped ihn. Oh mein Gott, das Leben eines ADCs. Holy shit, ist das ätzend. Aber Max kriegt da nochmal den Talent zu fassen. Das hat funktioniert, noch keinen Tunnel zur Verfügung. Diesen Turm zu verteidigen gelingt ihm aber noch. Das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Wie gesagt, ist ja auch Free Gold für das gesamte Team. Und da oben, der Kevin, der ist da schon wieder am Start. Ja, Swain hat sich aber schon wieder ziemlich weit hochgehalten. Hat natürlich so ein bisschen gegeiert darauf, dass er da noch irgendwo ein Ziel finden kann. Hat nicht so ganz funktioniert in der Situation. Auch der Ruf des Henkers ist dann natürlich dann nicht ganz so nutzvoll, wenn du nicht an die Gegner rankommst. Dennoch, Spandau Inferno ist goldtechnisch gesehen immer noch gut im Spiel. Auch Max mit einer hervorragenden Leistung. 7-2-10 auf Rek'Sai. Also hier wirklich eine Performance, wie ich sie schon lange nicht mehr so gut sehen konnte auf einer Rek'Sai. Wurde ja auch überlegt, ob er je oder so nimmt, aber nein, er ist bei Meta geblieben, um ESG natürlich hier möglichst gefährlich zu werden. Das ist immer die Frage, gehst du halt wirklich für deinen eigenen Comfort-Champion oder gehst du halt fürs Team? Und hier hat sich Spandau Inferno wirklich für eine reine Teamkomposition entschieden, die bisher auch gut ausgenutzt werden konnte. Aber es heißt natürlich auch nicht nachlassen in so einer Situation. Das stimmt. Max muss auch schauen, dass er die Tankin jetzt nicht nur mit Leben erhöht, sondern auch mit richtigen Resistenzwerten. Er hat wenig Armor, also. Das täuscht auch, finde ich, immer, wenn man halt viele Leben hat, aber doch keine Resistenzen. Man verbindet ja gleichzeitig immer so, oh, der hat viele Lebensbalken. 100 Leben entsprechen ja immer einem von so einem kleinen Lebensbalken. Dann geht man halt automatisch so im Geist mal davon aus, der ist halt Yankee, wie man halt so auf diese Tanks sieht. Und die haben halt diese kleinen zusammengequetschten Lebensbalken, die alle da wirklich komprimiert zusammenhocken. Aber es täuscht bei einer Rek'Sai wirklich sehr. Du gehst halt Cinderhulk, du gehst halt Titanic Hydra und alles gibt halt, wie du schon gesagt hast, keine Resistenzen, keine Rüstung, keine Magieresistenz. Und dementsprechend kannst du auch noch relativ schnell sterben in den Teamfights. Ja. Ja, mal jetzt auch das Resultat eines Sets. Split pusht da ganz gut. Natürlich bemüht sich Kevin auf der anderen Seite der Karte. Oh, die Bartok mit Miasma muss das war nicht schlecht. Miasma ist drauf. Oh, perfekt kombiniert das Ganze. Der geile Chance. Der gute Sola mit dem Snipe. Wirklich wunderbar. Gut zusammen auch gearbeitet, was die Synergie angeht. Das hätte ich gedacht. Oha, da kommt nochmal der BM von hinten. Ah, gibt's natürlich auch manchmal. Der BM von hinten, alles klar. Den hat man so natürlich auch noch nicht gesehen. Aber hier das Ganze auch wirklich von Sola wieder optimal umgesetzt. Also Chain of Corruption direkt nach dem Bartholdi-Meter getimed. Die Mechanics, die sind auf jeden Fall da und der Mut, der ist auch noch vorhanden. Das Game will man natürlich nicht abgeben. Und hier nutzt man jeden Fehler des Gegners aus. Das Ganze auch sehr schön. Oha, Talent von der Seite. Alle haben natürlich die Bubble hier zur Verfügung. Sollte aber mit Rek'Sai oder Bart ganz gut brockbar sein. Gleich ja, natürlich Edge of Night, das haben wir nicht vergessen. Hier kurz nochmal in den Twitch-Chat. Ich habe mal in den Chat geguckt, ob alles wirklich okay ist, ob der Sound funktioniert und so. Na, gut, ja. Ist ja auch vom Sounddesign her mit einem guten Studium dabei. Warum schon die Kappas kommen? So, man wartet. Sie haben natürlich gar keinen einfachen Engage. Also, wie gesagt, sie haben natürlich ein bisschen auf das Inferno gehofft, dass sich jemand misplaced. Kevin nun von der Seite sich nähernd, wird aber beobachtet. Auch beim Ward wird leider die W-Passive gebrockt. Muss man jetzt 4 Sekunden lang warten, Reise geht durch. Oh, wie die Tellen. Ja, sind sie unterwegs. Na, Kette sitzt auch, aber das kann ich connecten. Er hätte rüberflashen müssen, aber das wäre ein bisschen zu gierig. Edge of Night. Oh, oh, vorbei, mein Gott. Ready aus dem Busch, der noch gewartet hat. Schaden des Grauhands. Johnny muss sich da werden, wird nun betäubt und sofort zerstört. Zieht sich da zurück. Kevin zwar noch mit viel AP dabei, aber reinchargen ist jetzt hier schwierig. Der Knock-Up nochmal drauf. Oh, der Schaden ist da, das sieht gut aus. Der Schaden ist da, aber es reicht.
vielleicht nicht kann. Zwei jetzt wieder, das Ganze am Übernehmen. Trifft die allerdings nicht. Runengefängnis kann nicht auslösen. Schönen. Oh, die magische Reise reicht nicht ganz. Ja, die Idee von Kevin auch nicht schlecht. Seine Ult gerade wieder zur Verfügung. Wollte da rauschargen. Gar nicht so schlecht gedacht, aber leider nicht möglich. ESG. Ja, das G steht für brutal. Machen das hier wirklich sehr, sehr gut. Nun aber die Frage. Oh, nee, kommt Kevin hat die weg. Ruhe weg. Also er lässt sich überhaupt nicht beeindrucken. Weiß auch, dass er im 1v1 dort gegen Swain nicht mehr in Kürzeren ziehen muss. Also er würde mit seinem Leben auch wahrscheinlich momentan locker schaffen, seine Passive innerhalb des Swain Ultimates wiederzubekommen, wenn er erstmal dort abgesattelt wird. Blue Buff wird hier momentan angegangen. Swain muss sich da natürlich noch so ein bisschen was extra gönnen. Hat auch bisher gesehen, dass Swain halt viele Mana-Probleme hat und das Ganze jetzt natürlich versucht zu lösen. Ja, Baron Buff dadurch natürlich jetzt ja auch gefährdet, weil man hier so viele Leute auf einmal verloren hat. Level 16 nun auch erreicht. Der hat aber noch recht viel Leben. Ist also stealbar. Jetzt müssen wir natürlich schauen, ob da der Arrow sauber durchkommt. Ein paar Wards wären da nicht schlecht. Oh, okay, wir gehen drüber. Schafft das Ganze nicht ganz. Muss aber, wieder rausflashen. Aber dadurch natürlich Sola nicht in der Lage gewesen, mit dem QV nachzufolgen. Ja, und somit, oha, trotz der Rüstung kassiert natürlich Johnny hier trotzdem sehr viel Schaden. Ja, da merkt man natürlich, dass Lethality jetzt immer mehr und mehr gesteckt wird. Dass halt einfach auch die Rüstungsdurchdringung gegeben ist, auch bei einer Cassiopeia. Ich hätte immer noch den Vorteil, dass du diesen Ultimate-Proc von Zed komplett verhindern kannst, aber auch die Schattenrotation an sich, wenn die halt voll trifft mit Thunderlords-Proc, bist du halt auch schon halbiert. Ja. Und der macht ja auch magischen Schaden, so. Damit bist du ja auch nicht so... Ja, aber die Passive halt. Ja, Passive plus Thunderlords-Proc. Das ist auch was, was man mal gut und gerne unterschätzt. Also hier kommt noch einiges zusammen insgesamt. Diesen Baron-Buff sollte auf jeden Fall nutzen, um einen Inhibitor zu knacken. Aber das Inferno. Wie gesagt, ich glaube, die werden den mittleren Turm aufgehen. Ich meine, das ist ja auch gar kein Turret mehr. Das ist wirklich nur ein Stück Pappe, was schießt. Wird jetzt hier auch ohne Probleme abgerissen. Johnny von Kabel eingesperrt. Kann nicht trotzdem rüber wandern. Oh, die Annie! Sofort hochgeworfen. Oh, Max, der hier wunderbar. Johnny, oh, schade! Double Board Ult war eigentlich eine ziemlich gute Idee. Geht man den Center fast raus, der überlebt das Ganze trotzdem noch. Also hier das Ganze sehr, sehr knapp für Spandau Inferno. Ein Kill hat man nur bekommen können. Aber Sola, oh, jetzt ist der Kill! Sola mit dem Snipe kann unterwegs noch einen abholen. Ja, die Pfeile, die machen trotzdem guten Schaden, aber der Swain, holy shit, wird der zum Problem mittlerweile. Ah, jetzt merkt man halt auch einfach, dass das Scaling von Varus halt zum Late-Game noch deutlich nachlässt. Ja, es ist aber mutig. Ja, der will ich möglichst schnell in die Base. Kommt sogar echt noch davon. Camille, Tanky ohne Ende. Wie geht das bitte? Ja, Sola hier wirklich so stark sogar, weil sie während er am Kämpfen ist, kann er noch neue Items kaufen. Oh, der Schaden, der das ist reicht. Da! Kann ihn gerade noch so holen, unterm Faun. War super knapp, Sola der muss Nexus. Das Ganze aber verteidigen, er ist alleine. Aber kann ihn abholen. Oh, eine Sekunde, ist kurz schon wieder da. Cassio auch wieder da. Nur Taylor, der noch hier ist mit der Ultimate. Wo geht er hin? Der ist auf der anderen Seite, der bemüht sich. Das ist er kriegt den sogar noch. ESG gewinnt das Spiel. Knappe Kiste auf jeden Fall. Spandauer Entfernung, gutes Game hingelegt. Da freut sich Zoinusi natürlich an der Stelle, gerade noch so mit dem Talent. Und auch die paar Sekunden rausgeholt durch die Ultimate, kriegt er hier noch den Nexus down. Also Hut ab vor diesem Comeback. Also Sola wirklich mit einem enorm starken Spiel hier gerade, hat das Ganze wirklich sehr lange aufrechterhalten können. Auch auf seinem Varus, der Q hat er zum Anfang immer getroffen, er hat nicht ein einzig verfehlt, auch zum Schluss halt bis zum Ende gekämpft in der ganzen Situation. Und sogar noch einige Kills rausholen können, Sola extrem stark. Ja, das hat mir wirklich einwandfrei gefallen. Ja, ESG kann sich da nochmal so ein Stück weit feiern lassen. Das ist auf jeden Fall machbar, aber das Inferno selbst auch eine wirklich gute Leistung gebracht. Hat super viel Spaß gemacht, ja, auch im Late Game dann trotzdem noch gekämpft. Immer so kleine Positioning-Fehler dabei, die natürlich sehr bestrafen waren. Ich hätte nicht gedacht, dass Talon und Zed so hart engagen können. Ja, das sind halt zwei Assassins. Wenn du halt einmal irgendwo alleine rumstehst, dann wirst du halt sofort abgeholt, wirst sofort engaged. Das hat man auch gesehen, knallhart, ohne jedwige, ja, ohne Mercy, ohne Gnade ist man da halt wirklich direkt draufgegangen. Auf der Einzelnen mal richtig leiden müssen. Gerade so dann in den Teamfight, aber top Lane wurde halt sofort eliminiert. Und das war wahrscheinlich der. Das war so dieser Teamfight, glaube ich, wo das Turnaround entstanden ist. Man gibt halt 3, 4 Kills ab, verliert den Nasher. Auch hier von Johnny natürlich ein sehr, sehr schöner Play mit der Ultimate. Ja. Dennoch halt trotzdem noch die 2 Kills verloren und aber halt nichts mehr rauszuholen. Aber beide Teams natürlich absolut freundschaftlich. Na, nochmal die Handshakes ausgepackt. War ja, wie gesagt, eine gute Leistung von beiden. Und am Ende geht es ja darum, dass entsprechende Teams auch Spaß an dem Ganzen hatten. Und so sieht es aus. Na, alle fröhlich am Grinsen. Ja, danach gibt es natürlich auch eine gewisse Entspannungsphase. Für ESG nicht ganz. Ja, ESG muss dann nachher nochmal bei der ESL-Meisterschaft ran. Aber das Inferno hat jetzt hier ihre Hauptaufgaben so ein kleines bisschen schon erledigt. Ja, Sola hier nochmal mit dem Kopf schütteln. Aber dann kann man mal applaudieren. Ja. Ich denke auch, dass das Inferno sich auf jeden Fall
den Respekt erarbeitet hat. Ja. Spannende Entfernung mit einer wirklich starken Leistung. Man muss halt wirklich einrechnen, wie stark der Herausforderer war. ESG natürlich mit einem fantastischen Line-Up. Alle sehr professionelle, erfahrene Spieler. Und trotzdem hat man auch so lange durchhalten können. Ja, also darauf auf jeden Fall wirklich, ja, Hut ab. Ja, gute Leistung in dem Sinne. ESG muss sich davon jetzt erstmal erholen. Ja, wie gesagt, ESL-Meisterschaft rückt da so ein kleines bisschen näher. Wird ja heute Abend nochmal ausgespielt. Wir machen nun Folgendes, wenn ich...